Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Quest 11. Wir sind gerade weiter auf Kethos. Ja, muss ich hin? Nach da oben. Bin ich hier immer ein bisschen die Orientierung, wo ich eigentlich bin? Ja, verlorenes Land mit Kethos. Ich wollte mal schauen, was eigentlich dieses Ding hier sagt, wegen, wo ist es denn Info? Wegen den restlichen Tickelingern. Kryptische Krypte habe ich Kiesling nach Wiederaufbau müssen wir noch. Insula und Oshiyama, okay. Und mehr kann ich gerade gar nicht finden, okay. Sind wir eh nicht richtig dabei. Ah. Gut, rennen wir mal zur guten Serenika hoch. Hat uns bestimmt wieder irgendwas Wichtiges zu erzählen. Vor allem, wir wissen jetzt einfach, es ist Serenika. Ich dachte immer, es wäre ein Ticklinger, aber nein, es ist einfach Serenika. Mich interessiert auch, ob die Kugel der Zeit jetzt wieder da ist. Hallöchen. Ja. Hallo, Turm der Zeit. Nachher. Es hat geklappt. Fantastisch. Also dann starten wir Serenika einen Besuch ab. Komm schon, Junge. Wir haben eine Verabredung mit dem Schicksal. Ach ja, als wir das letzte Mal hier waren, dachten wir, alles wird gut. Jetzt können wir Veronika zurückholen. Aber die müssen doch eigentlich ihre Erinnerung durch den Ältesten wieder zurückbekommen haben. Also warum tun die denn jetzt überrascht? Oder könnte das Ding endlich mal. Also ich finde es ja cool gemacht und so. Aber dass der halt so einen richtigen Umweg nimmt, ist halt nicht so geil. Was gab's da hinten? Ich habe wirklich Angst, dass wir irgendwas verpassen. Okay, da könnte man also auch ankommen, aber wir kommen nicht da an. Ja, verwirrend. Okay, dann sind wir jetzt oben. Ist die. Ey, sie ist wieder da. Hallo, Serenika. Seid ihr Serenika? Serenika? Diesen Namen kenne ich nicht. Was ist euer Begehr? Der Finstere ist zurückgekehrt und nun, ihr müsst uns die Kraft geben, die Welt zu retten. Die Welt retten? Erinnert ihr euch daran, Serenika? Das war eure Flöte. Ich weiß, aber woher? Die Erinnerung ist verblasst, aber sie ist da. Und doch, die Flöte, an die ich mich erinnere, sie war anders, mächtiger. Sie ist mächtiger. Man kann darauf nur eine Melodie spielen, aber eine großartige, eine heilige, ein Lied des Erwachens, ein Lied, das über die Jahre weitergereicht wurde. Ich glaube, wir kennen dieses Lied, Veronika. Frohlocket, frohlocket, es ist soweit. What the fuck? Steht auf, erwacht eure Heiligkeit. Die Lüfte seien euch unterran. Fliegt erneut zum Himmel hinan, hinan.
Aber das ist so, keine Ahnung, gerade irgendwie traurig. Und ich finde halt einfach, sie hat sich so als Teufel verkleidet, ist aber trotzdem noch so das nette Mädchen. Das ist halt auch krass. Zu ihr hätte das Teufelchen besser gepasst. Hä? Alter, was machen die da? Machen die die Weltenkugel kaputt? Nein, die machen mein Schwert stärker. Also nicht, dass dieses Lichtschwert geil wäre. Aber es leuchtet jetzt. Treffe ich damit jetzt Ketos? Oh ja. Okay, wir haben Ketos verkleidet. Natürlich, wir wollen ja nicht einen gepanzerten Riesenwal, der schweben kann. Natürlich. Sieht echt krass aus. Cool. Okay, Thos, mein Lieber, du siehst einfach umwerfend aus, buchstäblich wie aus einer Vision. Lange musste ich warten, seit der Zeit Edwins, seit dem letzten großen Kampf gegen Karlasmus. Er hat gesprochen. Psst. Ich glaube, er will uns nur etwas sagen. Doch wisset, dies, die Macht des Finsternisses, ist unvorstellbar. Eine Prüfung erwartet euch, unter dem einst mächtigen Krieger fällt. Es ist ein Weg. Euch vor dem letzten Kampf auf die Probe stellen. Geht zu ihm, geht zu Tristan. Und wenn die Zeit kommt, wenn ihr seinen Schutzwall durchbrecht, werde ich da sein, um euch zu dienen. Das ein oder andere Übungskämpfchen vor dem Hauptkampf scheint mir keine schlechte Idee zu sein. Und es gibt Schlimmeres als ein Besuch im Kriegerfeld. Er hat recht. Auf diesen Kampf können wir uns gar nicht genug vorbereiten. Bringen wir uns vor der großen Schlacht noch richtig in Schuss. Okay, Ketos scheint glücklich zu sein. Mit seinem Gold. Edwin. Ach Mann, die tut mir so leid. Wenn wir gegen Kailasmus eine Chance haben wollen, werden wir ernsthaft trainieren müssen. Ich würde sagen, wir gehen nach Kriegerfeld und machen darüber schlau, worum es bei dieser Prüfung geht, die Ketos erwähnt hat. Am schnellsten kommen wir dahin, wenn wir uns zu königlichen Camper teleportieren. Okay, cool. Ich möchte jetzt nur mal kurz schauen, ob ich vielleicht das Ding links finde. Nee, Klippe des Lichtbringers ist es nicht. Wir suchen irgendwas, was Altar links heißt. Grundsätzlich könnten wir da auch mal landen, weil da gibt es auch noch irgendwas. Ich habe vergessen, was, aber irgendwas gab es da. Ich vermute ein Tick länger. Auf jeden Fall habe ich mir das aufgeschrieben, irgendwie, dass ich da wohl hin muss. Vielleicht noch eine Mission. Also Tornado-Dinger. Hookie-Hookies. Oh, da ist er. Das war wirklich ein Ding. Oh, ich habe ein Zeitwort gefunden. Cool. Und da gibt es noch was, was ich finden muss für eine Mission. Ich weiß noch nicht, ob ich die
Mission schon angenommen habe. Aber den Tickling kann ich dann auch schon mal streichen. Was ist das denn jetzt? Das ist der erste Waldbaumstamm. Erster Waldbaumstamm hört sich gut an. Hört sich treffend an. So, und das ist das Missions-Item-Dings. So, den kräftigen Ast haben wir dann auch schon mal. Okay, dann schauen wir uns noch hier um, ob es noch irgendwo eine Schatztruhe oder so gibt. Und dann können wir uns eigentlich wirklich dahin teleportieren, beziehungsweise dann schauen, ob wir irgendwelche anderen Missionen noch haben. Die Mission wegbringen muss ich jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Missionsverzeichnis. So. Das ist eine Arbeit. Sie träume. Nein, fast geschafft. Prinz Fares ist es sogar. Mhm. Ja gut, dann müssen wir noch mal kurz suchen und warten. Mal kurz suchen und warten. Werwolf, hi! Aber man merkt so richtig, so, wir sind jetzt so in den letzten Sachen von Dragon Quest. Also es können noch gut 50 Folgen werden, aber... Ach, ganz oben beim Platz in die Gänse. Das ist auch der schnellste Weg. Ich freue mich immer so schön, um diese hohe Warte hier rumzudümpeln. Ich kann das auch kurz Prinz Fares zurückgeben, weil ich habe keinen Bock auf den Deppen. Ich glaube länger. Glaubst du? Also wir haben jetzt ja praktisch schon, wir müssen jetzt eigentlich nur noch dieses Tristan-Scheiße machen und dann können wir eigentlich Kalasmus besiegen. Ich will halt bis 100% hochleveln, was wir jetzt dann eigentlich bei Tristan machen. Und dann halt die restlichen Missionen noch allerdings, ja. Geht es auch irgendwie klar. Also bei ein paar Dingen kommt mir schon ein bisschen ins Kotzen, aber... wir sind stärker geworden. Oder? Nee. Kriegerfeld, Baulabyrinth. Ach ja. Armband von Edwin müssen wir finden. Auf Tristans Ding U2 ist es übrigens. So, was haben wir jetzt noch? Bringen wir es kurz am... So traurig, ja. Dann gehen wir kurz zum Prinz Fares. Komm, wenn wir schon mal eine Mission wegbringen können, dann machen wir das doch glatt. Ja, mir fehlen die Aufgaben bei den Zeitwörtern noch einige. Es gibt tatsächlich einen Guide im Internet, der ist halt auf Englisch. Aber ja, also ich denke, dass bei mir liegt es gerade dran, dass mir noch ein paar Ticklinger fehlen und ich die jetzt alle einsammeln muss noch. Und da bin ich jetzt gerade dabei und ja, vermute mal, irgendwie wird das schon alles werden. Ja, die heulen da bisher rum wegen Edwin Stern, mein Gott. Man jetzt so Panik schieben. Aber hast du dann schon alle Zeitwörter beieinander oder fehlen dir noch welche? So, schauen wir mal da rein. Hallo Prinz Fares, ich habe den scheiß Zweig. So, ja. Cool, 4 Kraftkirschen, aber die sind tatsächlich voll nützlich. wo war das denn? Wald, Wurzelwald unten mit dich, ja. So, dann Magie, Teleportation zu den königlichen Campen. Und dann gehen wir da mal hin. Ja, hab alle. Okay, krass. Also mir fehlen leider noch so... Wie viel sind das ungefähr? So 5 bis 10. Okay, wir speichern vorsichtshalber nochmal, weil ich glaube, das wird richtig der Abfuck. Deswegen speichern wir kurz. So, ja, kurz speichern. So, ich habe, glaube ich, gerade mein Brot klacken gehört, dass er praktisch wieder den Modus gewechselt hat. Ich finde, das ist meine Brotbackmaschine so geil, einfach nur. Ich tue da einfach nur das Wasser rein, die Brotbackmischung und habe dann 3 Stunden später ein fertiges Brot. Und ich werde mir jetzt auch einen Teil dann einfrieren,
dass ich jetzt praktisch 2 Wochen was davon habe, weil ich keinen Bock habe, Mittag zum Bäcker zu rennen. Dann hat er da kaum was. Und dann, ja, zahle ich dafür irgendwie sau viel Geld. Und so backe ich mir halt ein Brot, was, keine Ahnung, ohne Strom dann nur mit praktisch die Brotbackmischung selbst 1 Euro kostet. Ein Brot, was irgendwie 2 Wochen lang reicht. Natürlich brauche ich noch Butter und Kresse, aber das ist auch im Regelfall günstiger als alles andere. Oh Gott, das sieht schon so aus. Okay, hier finden wir übrigens auch ein paar Ticklinger. Es leuchtet. Was leuchtet da immer, ist gut drauf zu treten. Das ist immer gut. Oh, zwischen den Welten. Das erinnert mich jetzt gerade auch ein bisschen an Dings. Oh, da kann man sich heilen. Das ist auch schön. Wie hieß es? Das Spiel, was wir letztes Mal erst gespielt haben. Trials of Mana, genau. Was wir danach wieder spielen werden. Übrigens, eventuell reichen diese Folgen bis ins nächste Jahr locker rein. Ich glaube, ich bin jetzt gerade beim Hochladen schon im Januar, fast Februar. Oh, ich sehe gerade, wir müssen die Folge eh beenden. Okay, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Dragon Rest. Bis dahin. Bye.